So, hallo liebe Freunde. Wir machen jetzt an dieser Stelle gleich mal weiter. Oh, der Drache, der spuckt schon Feuer hier. Der wittert uns irgendwie schon. So, wir räumen noch kurz den Wolf hier weg. So, das war's. Okay, da oben ist noch eine Truhe, aber ich glaube, die kriegen wir noch gar nicht auf. Ohne den richtigen Ja, Schlüssel kriege genau, ich das da nie kommt noch auf. was. Dazu aber erst sehr viel später mehr. Egal. Wir werden da schon noch hingeführt. So, die Viecher hier, oh ja, die sollte ich vielleicht noch vorher wegmachen. Nicht, dass die mir später während einem großen Kampf noch in die Quere kommen. Das muss nicht sein. So, ja, genau. Schieß auf den entfernten Echsenmensch. Macht echt Sinn. Sag mal, willst du mich eigentlich jetzt. Oh, da haben wir sogar Überraschungsangriff gemacht. Okay. Er hat mich ja überhaupt nicht schon gesehen hier, dass ich hier seine Vorhut wegmetzel. Also die Wölfe. Nichts zu plündern. Kann man nicht unbedingt aus diesen 15 Meter Entfernung sehen. Echsenmenschen müssen wohl echt blind sein. Naja. So. Hier war, glaub ich, immer. Ah, da hinten war das. War so ein kleiner Brief von Satoras immer drin. So ein kleines Schreiben, eine Nachricht, was auch immer. Okay, das ist hier ein bisschen komisch gemacht. Na, wir sind rausgekommen. So, lass uns mal gucken, was das für eine Nachricht war. Na toll, die jetzt zu finden hier. Notiz, nein, das war's nicht. Eine Nachricht, vielleicht das hier? Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Adanos. Ja, das war ein Brief von Saturas, den er da zurückgelassen hat, damit andere Leute ihn wahrscheinlich wieder finden. So, jetzt müssen wir uns erstmal um dieses große Problem kümmern. Natürlich haben wir kein Mana. Als Nekromant haben wir natürlich nie Mana, ist klar. So, erstmal gucken. Ich glaube, die Tränke bringen ja gar nichts. Ja, 100, das hilft mir nicht viel. Reines Mana, nö, brauche ich jetzt auch nicht schlürfen. Komm, wir können mal ein bisschen Pflanzen essen. Machen wir mal ein paar von denen noch. So, das sollte wohl jetzt reichen für unser Vorhaben. Ja, das könnte reichen. 45 Mana wird wohl reichen. Wir haben zwar etliche Runen, aber wir können auch Spruchrollen benutzen. So. Wir können ja an diesem Drachen mal ein kleines Exempel statuieren. Wir probieren mal sämtliche Spruchrollen aus, hätte ich jetzt gesagt. Oh, wir können auch mal die Todeswelle ausprobieren. Das ist mir jetzt noch gar nicht in den Sinn gekommen. Standardmäßig lassen wir mal hier die Eiswelle mal drin, falls es ganz brenzlig wird. Wir probieren mal Monsterschrüpfen wird auf jeden Fall klappen. Das brauche ich nicht testen. Feuerregen haben wir zur Verfügung. Wir können mal Angst versuchen noch. Was gibt's noch so? Ja gut, so Sachen wie Windfaust oder so wird nicht viel helfen. Wir könnten Dämonen beschwören. Ich glaube, da lade ich meinen Mana doch nochmal ein bisschen auf. So, das sollte eigentlich reichen. Okay. Jetzt hören wir erstmal an, was der uns zu sagen hat. Und dann werden wir uns schön auf den Kampf vorbereiten. So, Finkreck, du hast das Wort. Na. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Wer bist du? Ich bin Finkreck. Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Welchem Gott dient ihr?
Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorad errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Ich harrte bereits von den Hallen Irdorads. Jetzt wird mir einiges klar. Und wenn schon, dann wissen wir dir kaum helfen können, kleiner Mensch. Das werden wir noch sehen. Ich sag die besser Kraft gar nichts. Des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Je. Okay, lassen wir uns vor diesem weibischen Geschwätz hier nicht weiter aufregen. Wir suchen jetzt mal ein paar passenden Runen. Dämon. Komm, wir hauen mal einen Dämon hier rein. Wow! Ah! Oh Scheiße! Bin ich nicht stark genug? Mein Geist ist, glaube ich, nicht stark genug. Für einen Dämon. Scheiße! Da wollt ihr mich verarschen? Ich wollte einen Dämon haben, keinen Mollerat hier. Ich glaube, ich habe da irgendwas. Ja, klar, ich habe die Dämonologie nicht gelernt, wahrscheinlich. Gucken, ob das nochmal passiert. Ja, das ist klar. Okay, das wollen wir gar nicht weiter testen. So. Ich lade das sowieso nochmal. Wir gucken mal, was Angst ausmacht. Habe Angst, Drache! Ja! Und? Hat er Angst? Oh, nee, das sieht gar nicht nach Angst aus. Da machen wir doch mal... Feuer gegen Eis sollte eigentlich helfen. Dachte ich zumindest. Naja, episch sieht es auf jeden Fall aus. Aber es bringt nicht wirklich was. Da muss ich wohl ganz plump zur Eiswelle greifen, schätze ich. Da ist er erstmal stillgelegt hier. Und dann darf man nicht zu nah dran stehen, sonst trifft man ihn nicht. Aber ich glaube, so könnte es gehen. Ja, das sollten wir schaffen. Aber jetzt testen wir erst nochmal kurz. Schon witzig, wir haben hier immer noch 5 Spruchrollen Monster schrumpfen. Das ist eigentlich schon gemein. Okay, der scheint ziemlich fertig zu sein gerade, der Arme. Aber er lädt sich wieder auf. Wow! Da bist du klein. Okay. So werden wir es machen. Nee. Ich schätze mal, da er schon der Eisdrache ist, wollen wir auch ihm die Ehre geben und ihn mit Eis umgeben. Sollte sich eigentlich theoretisch wohlfühlen. Ah, da haben wir uns den besten Standpunkt wieder rausgesucht. Ja, da kannst du nichts mehr machen. Schon klar. 5, 4, 3, 2. Oh, er hat sich sogar noch befreien können. Oh, wegen einem Punkt. Okay, auf dich. Und da liegt er. 10.000 Erfahrung und ein Lernpunkt. Drachenblut, Drachenschuppen. Herz des Eisdrachen. Das hätten wir geschafft. Okay. Oh, da ist schlummert eine Steintafel da drin. Mal gucken, was das für eine ist. Und wir haben so viel Lederbeutel. Das ist doch schön. Eigentlich ist es schön, aber wir brauchen das Gold sowieso nicht mehr. Eine nordische Axt. Das scheint wieder so eine Art Spezialwaffe zu sein. Die können wir uns gleich mal genauer angucken. Und ein Drachenei. Schön. Okay. Wow, ich dachte schon, der hängt jetzt wieder. Okay, der Lederbeutel ist echt schwer zu entdecken. Dann speichern wir das Ganze einfach mal ab.
Hier. So. Oh ja, die ist auf jeden Fall stärker als der Zorn des Dämons. Leider ist es ein Zweihänder, also nichts für mich. Hat natürlich das Doppelte an Reichweite. Und 170 Stärke benötigt auf 215 Schaden. Ich meine, so schlecht sind wir im Zweihänder gar nicht. Wir können die Waffe ja mal versuchen, ein bisschen zu schwingen. Oder ich werde es versuchen. So, ja. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen nochmal hier hoch, denn da ist auch noch einiges. Da habe ich kurz nachgeschaut. Da gibt es noch was zu tun. Aber das dürfte kein Problem sein. Wir haben hier die Todeswelle. Ach, guck, die Todeswelle wollte ich beim Drachen ausprobieren. Naja, jetzt ist es schon zu spät. Wir haben ja noch einen Drachen vor uns. Den untoten Drachen. Aber ich will zuerst zu Bulku und Konsorten zurück, weil uns verschwinden die vielleicht noch. Man weiß es ja nicht. Also ich weiß es nicht. Ja. Ist zwar behäbiger, aber macht definitiv ein bisschen mehr Schaden, muss ich sagen. Aber ich bin Zweihandkämpfen nicht gewöhnt. Von dem her muss ich da ein bisschen vorsichtiger sein. So, okay, da stehen sie noch. Dann werde ich mal versuchen, jetzt nicht den Silvio zu erwischen, sondern erst den Bulko, denn den muss ich noch ausrauben. Keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht habe. So, jetzt ist es erledigt. Jetzt ist jeder zufrieden. Okay. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Hahaha. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Das glaube ich nicht. Oh, oh, oh. Ja, Bulko, da bist du selber schuld, wenn du so einem folgst. Da muss ich dich jetzt leider mit umhauen. Ja, es ist schwerer, mit einem Zweihänder zu kämpfen. Für mich auf jeden Fall. Silvio, die! So, und dich hau ich wahrscheinlich nur um. Weil der auch ganz schön Schaden macht, der Bulko. So, den bringt man nicht sofort um, der ist nur bewusstlos. Als Strafe nehme ich ihm aber alles ab, dass er so einen Unfug nicht nochmal macht. Nichts zu plündern. Okay, das wäre es geschafft. Mist. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier wieder an Mana komme. Zumindest 50 Mana brauche ich. Versuch das ja nicht nochmal. So, Bulku, ich habe dich jetzt aus der Gefangenschaft befreit. Jetzt bist du dein eigener Herr. Mach was draus, sage ich dir, ja? Lass dich nicht unterkriegen, mein Freund. Naja. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Sonst kriege ich noch eine Pflanzenvergiftung hier. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz in die andere Richtung. Mischen das Lager oben noch ein bisschen auf. Ja, und dann haben wir alle Drachen erwischt. Das bedeutet, wir können zurück nach Korinnes. Und mit dem Durchgang durch die alte Mine in die Overworld leiten wir dann auch das fünfte Kapitel ein. Das heißt, wir haben dann 5 von 7. Da kann man schon sagen, wir sind eigentlich schon über der Hälfte, ziemlich über der Hälfte. Ich kann mich auch erinnern, im 5. Kapitel ist, glaube ich, auch in die Rückkehr nicht arg so viel los. Das heißt, das werden wir auch schnell abhandeln können. Denn das richtig interessante Zeug ist ja erst dann nach dem 6. Kapitel, wenn es dann richtig losgeht. Ich glaube, das ist wirklich interessant. Und da dauert es nicht mehr so arg lang, möchte ich jetzt mal sagen.
nichts zu plündern. Nichts zu holen. Oh, wir müssen wahrscheinlich danach erstmal, wenn wir in Kurenis sind, wieder sämtliche Sachen verkaufen. Da ist nichts zu holen. Sonst müllt sich mein Inventar wieder so zu. Okay. Hier ist jetzt nichts mehr oder versteckt sich da in diesem Eck hier noch was? Nein? Okay. Oh, da hoch. Was? Na toll. Na, dann machen wir die halt von unten fertig. Na, die fällt eh schon runter. Okay. Au, 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 au. Okay, dann müssen wir kurz die Waffe wechseln, kein Problem. Ich wäre zwar jetzt auch zu euch gekommen, aber ich bin natürlich freundlich, wenn ihr mir jegliche Laufarbeit abnehmt. Kein Problem. Ich glaube, wir können langsam wieder ein bisschen Butlerfleisch essen. Da dürfen wir wieder was angesammelt haben. So, jetzt lass mich bitte hier hoch. Danke. So, da ist der Fuß eines Orks. Urukai-Schütze, wo ist die Waffe? Hat er die wieder eingesteckt? Okay. Aber da fällt mir ein, ich glaube, ich war hier hinten noch gar nie. Müssen wir mal gucken. Das ist mir nämlich letztens jetzt aufgefallen. Hier hinten gibt es noch so einen kleinen Bereich hier. Also nichts Weltbewegendes jetzt, aber... bisschen was halt noch zu tun hier. So, Todeswelle haben wir auf der 4. Gut. Dann werden wir das mal schnell speichern. Okay, das wäre jetzt zwar nicht nötig gewesen, aber... kann ja ab und zu kann man ja mal zeigen, dass man Magier ist. Und nicht nur perfekter Nahkämpfer. Ja gut, das war wirklich nicht arg viel. Aber hier sind noch zwei Truhen. Wow. D-D-A-A-A. D-D-A-A-A-A. Nochmal A. A-A-A-A-A. Okay. Usude vernichten ist immer gut. Gold und Pfeile eigentlich auch. So, was haben wir hier? Selbe Kombination. Und dasselbe drin. Okay. Gut. So, dann gibt es aber, glaube ich, hier nichts mehr. Außer halt... ah, okay. Ein Eiswolf und ein Ork noch. Das sollten wir schnell erledigen können. Boah, was... ist der größer als andere, oder? Oh, ein Bossmonster. Fällt uns schon gar nicht mehr auf, glaube ich. Bei unserer Stärke und unserer Kraft. Da ist nichts zu holen. So, wie heißt der jetzt nochmal genau? Nicht Othello? Opala, okay. Hat mich schon irgendwie gewundert, dass der Eiswolf so groß war, aber okay. Ich meine, bei unserer Stärke... ah, na klar, das spawnt natürlich hier wieder irgendwas. Wie soll das auch anders sein? Und was wir natürlich auf jeden Fall noch machen, wenn wir in Kurenis sind, werden wir erstmal gucken, dass wir ein paar Attribute noch erhöhen. Ich meine, mit 344 Lernpunkten lässt sich doch noch einiges anfangen. Das wäre schade, wenn wir da nichts mehr draus machen. Wir müssen nur echt mal schauen, ob wir noch einen Stärkelehrer für uns finden. Wenn nicht, hauen wir... ja, was ist denn jetzt hier los? Okay, er mag nicht, dass ich da raufgehe. Das ist natürlich schlecht gerade. Er will wirklich nicht, dass ich da hochgehe. Müssen wir das halt irgendwie anders machen. Ach so. Wenn nicht, stopfen wir den Rest halt wirklich in Mana.
In Geschick brauchen wir eigentlich nichts mehr reintun. Wir können vielleicht noch unsere Waffentalente noch ein bisschen skillen. Eventuell. Damit das später schön aussieht, dass wir über 100% haben oder so. Mal gucken. Magie, ja klar. Rein damit. Jetzt haben wir weit über 500 schon. 508. Das sollte doch jetzt langsam reichen. So macht Bogenschießen Spaß. Genau so muss es laufen. So, das kann man alles wieder rausmachen hier. Eiswelle, das raus, Angst raus. Wir brauchen jetzt... Wir brauchen unsere Mana eigentlich nicht aufladen. Denn wir zaubern wie gehabt... Jetzt probiere ich mal was. Ich renne jetzt mal wirklich richtig schön rein in die Mitte. Mal gucken, falls ich es überlebe, wie viele Orks können wir auf einmal auslöschen mit der Todeswelle. Es sollte einiges sein, sonst bin ich am Arsch. Hier ist nämlich auch noch einiges los. Okay, testen wir es. Ja, okay. Da hat er mich nicht die Waffe ziehen lassen. Da kann ich natürlich nichts machen. Ganz klar. Das ist trotzdem immer noch ganz schön anstrengend. Kann man echt nicht sagen, ja. Hui. Natürlich hätten wir die andere Rüstung anziehen können. Dann wären wir von dem Waffenschaden ein bisschen besser geschützt gewesen, aber das kann ja keiner wissen. So, die Frage ist, sollen wir jetzt nochmal eine Todeswelle reinjagen? Ich schaue mir das Ganze mal von innen nochmal an. Wie das hier aussieht. Aber ich glaube, da hat nicht viel überlebt. Ah. Das war eine Todeswelle, eine einzige. Eigentlich wirklich schon richtig beachtlich, was da passiert. Ja, müssen wir hier aufpassen bei den Schützen, die setzen wir schon noch zu. Ja. Die Feuerbälle von den Schamanen, die können irgendwie durch die Hütten durch. Keine Ahnung, warum das so ist. Da kann ich auch nichts dagegen tun. Außer sie umbringen. Nacheinander. So, das soll's aber jetzt gewesen sein. In dem Lager. Jo. Nichts zu plündern. Puh. Jetzt müssen wir das Gelumpe nur noch einsammeln da hier. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ja, ich bin echt schon gespannt aufs fünfte Kapitel. Was da so alles passiert. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Außer den... Hauptstory-Quests natürlich und den bekannten, die nach das Raben-Quests. Mir geht's da wieder eigentlich eher um den Monster-Respawn. Weil wir hatten ja jetzt schon Probleme mit den ganzen Orks. Da ist nichts zu holen. Die neu gespawnt sind im vierten Kapitel allein in Korinnes. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es jetzt im fünften Kapitel besser wird. Eher umgekehrt, das wird noch viel schlimmer. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Okay, da gibt's nichts zu holen. Nichts zu plündern. So, das sind zwei Orks. Nichts zu holen.
Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Ja, ist ja gut. Nichts zu holen. Na gut. Da ist nichts zu holen. Oh, schaut mal, da hinten ist noch ein Ork. In den Hütten dürfte eigentlich nichts mehr rumliegen. Die Items waren, haben wir schon rausgeholt, als wir das erste Mal da waren. Naja, ich an deiner Stelle wäre gelaufen. Er kann das auch unmöglich nicht mitgekriegt haben, dass ich hier ungefähr wieder 50 Orks getötet habe auf einen Schlag. Ich meine, der muss echt lebensmüde sein, dass er da seine Waffe noch gegen mich zieht. Aber... Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Ja, weiße Schrift auf weißem Hintergrund ist ein bisschen schlecht zu lesen. Krashakash. Oh, hier sind das viele Orks. Und wir sind noch nicht fertig. Da hinten sind noch ein paar. Aber das war's dann. In die neue Mine müssen wir nicht mehr rein. Da gibt's nichts. Nichts zu holen. Da war ich nämlich schon. Toll, wie soll man das hier noch alles erkennen hier zum Ausnehmen? Nichts zu plündern. Das wird schön. Naja, irgendwann werden wir bestimmt nochmal hier hinkommen. Vielleicht im fünften Kapitel. Ich weiß auch gar nicht, ob da vielleicht im fünften Kapitel wieder was spawnt hier drin. Oder wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das nicht der Fall ist. Nichts zu holen. Kann sein, dass hier wieder die Hölle los ist. Nichts zu holen. Aber wo sich das fünfte Kapitel ja eher in Korinnes wieder abspielt. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Okay. Nichts zu plündern. Fahren wir nochmal komplett drüber. Nichts zu holen. Irgendwo gibt es immer noch was. Nichts zu plündern. Ah, war doch ganz schön noch was. Nichts zu plündern. Na gut, okay. Da ist nichts zu holen. Oben im Wachturm ist mir jetzt egal, ob da was war. So. Dann mache ich da hier mal lieber doch nochmal ein bisschen Mana. Wegen einmal heilen. So, dann rushen wir da nochmal kurz durch. Und dann sollte es das gewesen sein im Minental wirklich. Dann starten wir noch bei Garon Bericht. Und dann ist dieses Drachenproblem hier im Tal gelöst. Und zeitlich hat es natürlich wunderbar gepasst. Ich mag das, wenn das zeitlich so genau hinhaut. So, den rauben wir noch aus. Nichts zu plündern. Silvio haben wir gemacht. Jetzt ist nur noch der Meister der Drachen da. Schattenläufer, Hörner, Verbaster. Die Geschichte ist natürlich jetzt rum. Und die Hüter, das kommt alles noch. Ich frage mich, warum das hier oben drin steht, aber sollte eigentlich eher zu den allgemeinen Infos rein. Das ist hier eigentlich falsch. Ist ja keine Quest. Wir wissen, dass die Hüter uns was beibringen können. Okay, dann lasst uns mal in die Burg zurückgehen. Ach guck, ich weiß wieder, was ich vergessen habe, so wie immer halt. Das Auge Inners wieder aufzuladen, beziehungsweise es anzuziehen. Fertig. Denn wir haben ja schon rausgefunden, dass das auch unaufgeladen Schutz bietet. Ja, das sieht schon ganz anders aus, besonders der Feuerschutz. Okay. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Wo hast du das denn schon wieder her? Dann werden wir in der nächsten Runde mal gucken, was Garon dazu sagt, dass wir ihm die Drachen weggeräumt haben. Und dann freuen wir uns auf das fünfte Kapitel. Ja, so wird's enden. Also, dann viel Spaß bei der nächsten Folge. Tschüss und bis dann.